Konnichiwa Leute, was geht? Sandor Black is back. Ich bin heute nicht allein unterwegs. Möchtest du Hallo sagen? Hallo! Ich hoffe, man hört sie. Wir sind gerade auf dem Weg zur Motorraddemo gegen Lärm. So glaube ich war das, ne? Du kannst auch mit mir reden, wenn ich dich was frage. Ich hab's nicht gesehen. Ja, von daher gucken wir mal, was da so abgeht. Ich glaube 1500 Leute oder so haben zugesagt gehabt. Mal sehen, ob da wirklich so viele Leute kommen oder ob da letztendlich nur 5 stehen. Über gut kann man sich jetzt streiten. Das war eine Kava. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, was da gleich los ist. Ja Leute, ich melde mich dann einfach, wenn wir da sind, würde ich sagen. Jetzt wird da eh nicht viel passieren. So Leute, nachdem wir uns ein kleines bisschen verfahren haben, weil die Polizei da irgendwie abgesperrt hat, weil die überfordert waren mit einem Ampelausfall, sind wir jetzt gleich da. Und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Bin ich ja mal gespannt. Ich meine, seit einer Stunde ist es da ja schon. Von daher müssten ja jetzt eigentlich schon einige Leute sein. Ich hoffe, da geht was. Ich wette, wir kommen da an oder sind wir so die Einzigen. Ja, kommt halt auch an, wann Kumpel kommt. So, hier rechts und dann ist auch links schon der Parkplatz. Oh Gott, voll lost. Okay, da sind auf jeden Fall einige, würde ich sagen. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir uns hier hinstellen. Nö, ich fahre hier einfach dran vorbei. Oh Gott, ja, vor allem ich. Oh Gott, fahren die jetzt alle los? Fahren die jetzt schon alle wieder weg? Ja. Was ist er denn für ein Bunny-Häschen? Oh. Hat seine Maschine ausgemacht? Ja. Macht er? Ja. Ja, so viel zum Lärm. Wir sollen auch weiterfahren. Ja, ich hör's doch, Digga, Alter. Ja, fahr jetzt. Fahr. Ja, müssen wir mal gleich gucken, dass wir hier uns hier irgendwie abkapseln. Ja, bitte. Ja, hat ja voll geklappt, ey. Ja, ich halte jetzt hier an. Warst du? Ja. Geht klar. Ja. Ist richtig dumm. Sie sagen,
von 13 bis 16 Uhr. Jetzt ist 14 Uhr und die fahren alle weg. Jetzt stell dir mal vor, du wärst hier um 15 Uhr angekommen, keiner ist mehr da. Null. Ja. Aber waren auf jeden Fall echt viele. Verdammt! Werf die nicht um. So Leute, die fahren hier immer noch los. Ah, ich glaube, das waren die beiden letzten. Ah ne, es geht noch weiter. So 1500, 2000 Motorräder würde ich sagen. Vielleicht 3000. Fahren jetzt alle durch die Stadt. Ja, Grund wegen Fahrverbot halt. Lol, was ist das denn? Ja, geil! Was war das denn? Und ja, wie gesagt, Grundfahrverbot. Und eigentlich wollten wir uns hier mit einem Kumpel treffen. Wir wurden aber gerade verjagt von der Polizei. Ich weiß nicht, ob das auf der Cam mit drauf war. Ja, weil die dachten, dass wir dazugehören. Und eigentlich gehören wir auch dazu. Aber wir wollten uns eigentlich erstmal mit einem Kumpel treffen noch. Ich habe auch keinen Plan, wo die überhaupt langfahren. Aber ein paar echt coole Motorräder dabei. Viele Rollerfahrer, viele Simson-Fahrer auch. Aber die beiden kleinen Mini-Dinger, das waren ja die krassesten gerade. Da ist er! Hey! Hey, wollen wir nicht mitfahren? Hä? Wollen wir nicht mitfahren oder was? Ja, wir haben ja das ganze Jahr auf dich gewartet. Jetzt einfach anhängen. Wollen wir uns mit ranhängen dann gleich? Mit ranhängen? Jetzt gleich oder? Ein bisschen hinterherfahren? Ja, können wir schon machen. Wenn ihr wisst, wo ich bin, also. Wir sind halt von da gekommen. Ich auch gerade. Und dann standen wir genau gegenüber. Ich filme die ganze Zeit so ein bisschen. Dann kommt die Polizei, also, hey, weiterfahren. Und so, er dachte, wir gehören dazu. Und dann sind wir erstmal bis hierher und haben jetzt gechillt. Wir können uns bestimmt hinten mit ranhängen, wenn wir das geschickt machen. Es sei denn, du willst nicht mitfahren. Na, ein bisschen können wir, aber ich wollte dir eigentlich ein bisschen Berlin zeigen. Also. Du sagst dir mal Hallo so. Hi. Ey, da waren gerade zwei Motorräder. Die waren so. Hast du die gesehen? Ja. Die haben die selber zu. Voll geil. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich würde den einfach hinterherfahren. Aber die haben halt am Ende einen Konvoi Schluss. Wir müssen uns irgendwie einkugeln. Aber das wird sehr schwierig. Ja, da werden jetzt noch einige kommen, glaube ich. Da standen ja 2000 Motorräder oder so. Aber wir müssen auch nicht mitfahren. Also wir müssen auch nicht mitfahren. Denn, ich wollte halt ganz am Ende nochmal sagen, ja, mir egal. Also fahren wir jetzt hinterher oder nicht? Aber wir warten noch, bis das meiste weg ist. Vielleicht steckt der da noch? Aber Fahrverbot gegen Lärm, Alter, da sind Maschinen bei, die sind so extremst laut. Das war das Ende. Das war das Ende, ja. Der Harley? Wollen wir nicht den anmachen, dann können wir nicht. Aber warte mal, seid ihr nur geplant oder seid ihr Mesh? Keine Ahnung. Ich mach mal einfach an. Egal, dann fahren wir jetzt nicht hinterher. Weil ich weiß jetzt gar nicht, wo die langfahren. Hallo. Könnt mir vorstellen, dass die zum Brandenburger Tor fahren.
Da wollen wir ja eh hin, also. Alter, aber was, wie viele das waren einfach. So, jetzt musst du, glaube ich, irgendwie einmal drücken oder so, oder lange und dann einmal. Musik teilen ein. Was? Musik teilen ein? Ich glaube, wir müssen halt eine Meshgruppe aufmachen, damit wir zu dritt sind. Ich höre Musik. Ich höre deine Musik. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt höre ich dich. Ja, wir hören uns beide. Nee, warte, du bist da schon gekoppelt. Nur wir kennen uns noch nicht. Aber ich höre sie auch nicht mehr. Blinkt das rot bei mir? Nein. Nee, bei dir blinkt gar nicht. Okay, warte. Meiner versucht noch zu koppeln. Ja, moin. Hallo, also dich höre ich schon mal. Was? Ah! Geht, voll gut? Geht doch. Was lange, was lange wird, wird gut. Oh! So, unser Plan ist, ich zeig dir jetzt einfach Berlin. Fernsehturm, Brandenburger Tor und so. Und Brandenburger Tor, denke ich mal, werden wir die auch wieder finden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die da jetzt hinfahren. Brandenburger Tor und Siegessäule werden die bestimmt sein.